Diese beiden Großmächte, die USA und Russland, wollen in Deutschland Gas verkaufen. Und wir in Norddeutschland sind sozusagen mittendrin im Kräftemessen. Künftig soll das Flüssiggas per Schiff aus den USA in Wilhelmshaven, Stade oder Brunsbüttel ankommen und in Lubmin per Pipeline aus Russland. Genau das passt den Amerikanern so gar nicht. Sie wollen den Bau der Pipeline sogar stoppen und erzeugen auf ganz unterschiedliche Weise erheblichen Druck auf die Bundespolitik. Norddeutschland im Fadenkreuz der Weltpolitik. In der Ostsee verlegt ein Konsortium unter russisch-deutscher Führung die Gasleitung Nord Stream 2. Die Pipeline soll von Russland durch die Ostsee nach Mecklenburg-Vorpommern laufen und Deutschland mit Erdgas versorgen, zu erschwinglichen Preisen. Ich glaube, die Nord Stream 2 Gasleitung ist ein sehr gutes Projekt, nicht nur für Deutschland, sondern für Europa insgesamt. Wir brauchen mehr Gas, wir brauchen mehr sicheres und preiswertes Pipeline-Gas. Wir sagen ja nicht, russisches Gas per se ist gut. Wir sagen, Gas, was wie gesagt preislich und klimatechnisch konkurrenzfähig ist, ist für uns gutes Gas. Obwohl die Pipeline längst verlegt wird, versucht ein mächtiger Gegner, sie noch zu stoppen. Germany hooks up a pipeline into Russia, where Germany is going to be paying billions of dollars for energy into Russia. And I'm saying, what's going on with that? How come Germany is paying vast amounts of money to Russia when they hook up a pipeline? That's not right. Die Botschafter und Botschafterinnen von Trumps Gaspolitik suchen Deutschland seit einer Weile geradezu heim. Hamburg im Oktober. Ich heiße Agnija Grigas. Schön, hier zu sein. Ich bin überrascht, dass so viele Menschen sich für die Rolle von Erdgas in der Geopolitik interessieren. Die Botschaft der Lobbyistin an die Deutschen ist recht einfach. Russisches Gas sei schlecht. Wladimir Putin sei ein korrupter, berechnender Machthaber. Geschäfte mit ihm gefährlich. Gas ist ein Mittel, russische Korruption zu exportieren, politischen Einfluss. Warum will Russland sonst Gas über eine einzige Route durch die Ostsee leiten? Wir halten diese Argumentation für falsch. Mich wundert auch, dass die komischerweise nur bei Gas auftaucht und nicht beim Öl, wo wir ja ähnliche Importquoten aus Russland haben, oder bei der Kohle oder bei der Raumfahrt. Ich habe noch nie gehört, dass Alexander Gerst ein Agent Putins ist, weil er mit einer russischen Rakete zur ISS fliegt. Da sind wir auch von Russland quasi zu 100% abhängig. Also das ist ein aus meiner Sicht vorgeschobenes Argument. Fest steht, Amerikas Emissäre sind beim Thema Gas und Nord Stream 2 sehr verbissen. Werden die USA mit Sanktionen gegen Nord Stream 2 vorgehen? Es gibt im Moment 5 neue Gesetzesinitiativen im Kongress. Wenn nur eine davon durchkommt, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die US-Administration Sanktionen gegen das Nord Stream-Projekt verhängen wird. Wird Nord Stream 2 noch gestoppt? Ja, das ist gut möglich. Warum die amerikanische Verbissenheit gegen die russisch-deutsche Gasleitung? Die Antwort findet man in Amerika selbst. Dank der neuen Fracking-Methode fördern die USA mehr Gas, als das Land selbst braucht. Das Ergebnis? Ein gewaltiger Gasüberschuss. Der soll exportiert werden, als Flüssiggas, LNG. Für die Verflüssigung muss das Gas auf minus 162 Grad runtergekühlt und für den Transport auf Tanker verladen werden. Das macht es teurer. Wer soll das kostspieligere amerikanische LNG kaufen? Vergangenen Sommer ist EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker bei Donald Trump, um einen Wirtschaftskrieg zu verhindern. Der US-Präsident verkündet gute Nachrichten für seine Gasexporteure. The European Union wants to import more liquefied natural gas, LNG, from the United States, and they're going to be a very, very big buyer. We're going to make it much easier for them, but they're going to be a massive buyer of LNG, so they'll be able to diversify their energy supply, which they want very much to do, and we have plenty of it.
In Nordwestdeutschland wollen drei Hafenstädte von Gaslieferungen mit LNG-Tankern aus den USA profitieren. Wilhelmshaven, Brunsbüttel und Stade. Manfred Schubert ist Projektmanager für ein LNG-Terminal in Stade an der Elbe. Hier soll der neue Hafen gebaut werden, mit den entsprechenden Entladevorrichtungen für LNG. Ein Terminal in Stade, das wäre auch im Sinne eines US-Chemiegiganten, der hier seit Jahrzehnten ansässig ist, Dow. Woran kann man das merken, dass die amerikanische Seite gerne LNG hier verkaufen möchte in Deutschland? Aufgrund der Aktivitäten, die wir merken, dass uns Exporteure ansprechen und mit uns ins Geschäft kommen wollen. Das merken wir vermehrt. Der Vormarsch der amerikanischen LNG-Lobby. Vergangene Woche erreichte er das Bundeswirtschaftsministerium in Berlin. Amtschef Altmaier empfängt den amerikanischen Vize-Energieminister. Er erfüllt dem Amerikaner Wünsche. Trotz im Bau befindlicher Gasleitung aus Russland redet er von weiteren Investitionen. Für das Flüssiggas aus den Vereinigten Staaten. Wir müssen unsere Industrieanlagen für den Import von Gas umstellen. Wir meinen es ernst mit den LNG-Terminals und der Zusammenarbeit mit ihnen. Eine erstaunliche Entwicklung. Bis vor kurzem wollte die Bundesregierung Gas ganz überwiegend aus Russland kaufen. Mit der Wende kann Trumps Vize-Energieminister zufrieden sein. Die deutsche Regierung möchte Geld geben für den Bau von LNG-Terminals in Norddeutschland. Das sind wichtige Nachrichten für uns in den USA und wichtige Nachrichten für Europa und Deutschland. Diese Häfen können Anlaufstellen für unser LNG werden. Man hätte es fast vergessen. Der Bau an Nord Stream 2 ist weit vorangeschritten. Ginge die Pipeline aus Russland in Betrieb, blieben in Deutschland nicht mehr viele Marktanteile übrig für teures Flüssiggas aus den USA. Deshalb ist der LNG-Mann aus Stade ganz auf US-Linie. Es hätte Vorteile für alle LNG-Terminals, die jetzt in Planung sind in Deutschland, wenn Nord Stream 2 nicht gebaut wird. Wie hält es der deutsche Wirtschaftsminister nun mit Nord Stream 2? Peter Altmaier weicht der Gretchenfrage der deutschen Energiepolitik aus. Herr Altmaier, die amerikanische Seite möchte ja nach wie vor verhindern, dass Nord Stream 2 eine wichtige Rolle spielt bei der Gasversorgung Deutschlands und Europas. Wird Deutschland diesen amerikanischen Wunsch letztlich erfüllen? Ich glaube, dass jeder seine Entscheidungen trifft. Wir reden hier über LNG. So war das vereinbart bei meinem Besuch in Washington. Und alle anderen Fragen gehören in den USA zur Zuständigkeit des State Departments und des Departments for Trade. Altmaier nimmt seinen Gast, der teures LNG aus Amerika auf den deutschen Markt drücken will, in Schutz. Das ist echte Freundschaft. Wir sind eins. ARD.